Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Es geht weiter mit Luigi's Mansion in dem Ingenieurshof. Ja, im letzten Part sind wir hier angekommen. Und wenn es im letzten Part auch zu Tonproblemen gab, bitte ich dies zu entschuldigen. Es kann nämlich immer noch passieren, dass es irgendwie mit dem Ton da ein paar Einstellungsmöglichkeiten gibt. Und warum fühlt sich das jetzt hier alles mit Sand? Okay, ja, finde ich zwar gut. Damit kann ich nämlich hier laufen, aber überrascht mich jetzt auch ein bisschen, aber gut. Was ist hier? Ach so, das kommt da runter. Okay, sonst hier noch irgendwie vielleicht was? Auf jeden Fall ist die Tür verriegelt. Da kommen wir nicht durch. Und sonst hier fehlt hier vielleicht das Rohr. Nee, auch nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Okay, oder kann man hier vielleicht irgendwie rein? Ne, sieht auch nicht danach aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier hoch. Aber wieder sind hier erstmal ein paar Geister, die meinen irgendwie lustig zu sein. Ja. Jetzt meint ihr auch noch mit euren Bomben hier anzutanzen. Ja, ist klar. Autsch. Ha, aber der eine wurde auch getroffen. Okay, was mit dem einen jetzt war, keine Ahnung. So, Nummer 1. Du brauchst gar nicht abhauen, du bist auch direkt dran. So. Oh nein, da sehe ich schon einen weiteren. Ach, komm raus, komm raus. Genau, vielleicht raussaugen. Ha. Ja, klar. Wie soll er mich denn so treffen? Ich konnte doch gar nicht weglaufen. Na, dumm. Egal. Dafür darfst du mir auch gleich ganze... Darfst du mir gleich alle von deinen Waren geben. So. Geht doch. So, was haben wir hier schönes? Gar nichts, okay. Oder? Ach so. Ah, nett. Oder lustig, oder was weiß ich. Ich finde schon alles. Eine goldene Bombe? Die kommt ja doch. Langsam geht's mir mit den Herzen zu Neige. Was das jetzt wert, diese Goldbarren, dass ich ihr Herzen verliere? Ich weiß es nicht. Na toll. Ja. Bin ich doch gar nicht dahin gelaufen. Ich hatte nur die Kiste da weggestoßen. Egal. Ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Raum rein, wo wir schon mal waren. So, ich mache jetzt erstmal das hier. Damit, wenn die Spinne mir, ach, komm her. Wenn er mich Herzen gibt, dann, erstmal hole ich mir jetzt die Goldbar, die Dinger hier. Ja, nein, jetzt ist das unten. Oh, super. Und dich habe ich da oben auch gesehen. Och Mann, das war jetzt aber blöd mit dem Herz. Dann halt eben da lang. Noch ein Goldbarren. Okay, da ist bestimmt auch wieder ein Stück, was fehlt. Ich wusste es doch. Boah. Schreckt mich da diese Spinne erstmal. Na. Nicht so lange zögern, Luigi. Oh, was gehen die denn auch da unten? Geht doch. Wie soll ich die denn da erwischen? Wie viel Goldbahnen hier auch sind? Aber du gibst mir jetzt ein Herz. Was ist denn daran bitte so schwer, mir ein Herz zu geben? Ah, schön. Aber eine Herzdusche mag ich auch. Okay, wir sind wohl am Zielort angekommen, dem Konstruktionsbüro.
Ja, okay, so geht's natürlich auch. Dann halt eben keine. Erstmal die ganzen Blaupausen hier einsaugen. Weil die ganzen anderen wichtigen Papiere interessiert ja eh keinen mehr wahrscheinlich, wenn hier eh keiner mehr ist. Da gibt es irgendwie wieder was, aber da habe ich auch schon was gesehen hier. Hä? Was war das denn da oben? Wie sah es nach so einem von diesen Billiggeistern aus in Lila oder so? Aha. Ja, toll, was bringt das denn? Na, Mülleimer ist nix, da brauche ich auch dreimal. Ach so. Ach so, so komm. Na, wir da hinten. Ah, diese dummen Dinger. Och, das ist auch nervig, immer die einzusaugen. So, da habe ich jetzt auch nur den blauen gemacht. Hör, ich habe den noch eingesaugt. So, schönen roten. Ich habe es leider zu spät. So, und du kriegst auch noch deine wohlverdiente Saugkraft. Wunderbar. Wo die Goldbarren jetzt hin sind, keine Ahnung, weil ich habe eigentlich Goldbarren gehört. Naja, egal. So, was haben wir hier? Moment mal, erstmal gehe ich nochmal hier hinten gucken. Ah, hier sind nochmal Goldbarren, okay. Vielleicht sind die dahin gelandet. Egal, was soll's. Boah, es gibt aber viel Kohle. So. Aha, da haben wir es schon. Was ist das hier oben? Keine Ahnung. Nochmal irgendwie gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Ja, habe ich jetzt auch verstanden. Lustig. Gut. Da haben wir das, den Kompass. Lustig, lustig, lustig. Na, 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 was haben wir denn da? Oho, das ist ganz klar der Kompass, den wir suchen. Den will ich mir gleich näher anschauen. Fertig zum Abflug. Ach, jetzt geht es wieder los. Naja, wir haben alles, was wir wollten. Außer es gibt hier noch irgendwelche Edelsteine, von denen ich nichts weiß. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal die nächste Mission an. Wenn es hier irgendwelche gegeben hat, dann werde ich sie zu gegebenen Anlass noch holen. 2 Sterne, das finde ich gut. 2 Sterne ist wunderbar. Sehr schön. Wunderbar. Das ging ja flott, Luigi. Willkommen zurück. Schade, schade. Ich dachte nicht, dass uns das Fenstermundstück so viel Ärger bescheren würde. Ja, natürlich. Diese frechen Phantome haben wirklich nur Flausen im Kopf. Na, wo wir schon beim Thema sind, lass uns doch schnell den Schreck wecken. 08. Jetzt 08, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Naja. Was ich mich auch entschuldigen will, ist, wenn es ab und zu beim unteren Screen irgendwie ab und zu manchmal andere Farben oder so sind. Ich weiß nicht, wie das kommt. Mal ist es das Normale, mal fehlt irgendein Anteil. Ich weiß nicht, ob das, woran das liegt. Weil ich sehe es bei mir ganz normal. Keine Ahnung. Naja, egal. Also wie gesagt, das bitte ich auch ebenfalls, wie die eventuellen Tonprobleme zu entschuldigen. Ach, du rostige Rasselkette, das ist ja erstaunlich. Ich werde wohl ein Weilchen brauchen, bis ich dieses schöne Stück untersucht habe. Schau dich in der Zwischenzeit mal unten im Gitspeicher vorbei oder so. Nö, mache ich aber nicht. Mache ich aber nicht. C2, Luigi unter Tage. Der Kompass ist der Schlüssel zu den Gewölben unter dem Ingenieurshof. Wollen wir hoffen, dass die beiden Zeiger nicht allzu gut versteckt sind?
Ja, das sollten wir gucken. Das ist ja wunderbar, Luigi. Der Spezialkompass funktioniert. Und er weist auf einen völlig neuen Zugang hinab in den Untergrund. Komisch, warum das, wie gesagt, das ist, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich habe die Stelle auf deiner Karte gekennzeichnet. Schau mal. Naja, man erkennt's ja. Also würde das ganz verschwommen sein oder man da gar nicht sehen, wäre das ja richtig schlecht, aber es geht ja. Der eigentliche Zugang ist leider völlig zerrümpelt, doch draußen auf dem Vorhof gibt es eine Luke. Aha, klingt mir nur nach dem unbequemen Weg da rein. Und jetzt kommt der Clou. Der Spezialkompass ist der Schlüssel zu jener Luke. Spezieller geht es gar nicht, oder? Hier, nimm. Okay. Lass uns nur noch kurz über die fehlenden Bauteile des Uhrturms sprechen. Wir suchen beide Uhrzeiger, den großen und den kleinen. Unsere gerissenen Geister haben beide Zeiger sicher weit unter die Erde geschafft. Aber wenigstens weißt du, wo du hin musst. Immer schön abwärts. Viel Glück, Luigi. Ja, klingt ja sehr spaßig. Aber gut, da müssen wir wohl hin. Gut, wir haben ja keine andere Wahl. Also, let's go. So, aber auf jeden Fall müssen wir dennoch mal wieder das hier drücken. Wir könnten auch wieder hier rein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das, bevor wir nochmal hingehen. Weil es gibt doch bestimmt hier wieder, ist da bestimmt so ein Edelstein. Und das sollte man ja immer überprüfen. Och, kommt doch her. Du auch. Okay, doch, da wollte ich schon gerade wieder da rein. Ja, gar nichts. Ach so. Ach so. Doch was. Ich wollte schon weggehen, aber war da doch noch was. War da doch noch was. Okay, man hört gar nichts. Ja, dann ist es tatsächlich auch nichts mehr. Denke ich mal. Auch wenn wir in die anderen Räume noch reingehen könnten, aber nee. Ich denke, dann ist hier tatsächlich nichts. Hi. Was das soll, keine Ahnung. Moment mal, konnte ich gerade diese Uhr auch verdrehen? Nee, konnte ich nicht, dachte ich jetzt schon. Sah mir gerade im Augenwinkel so aus. Ach so, hier wäre das anscheinend, okay. Aber erst möchte ich nochmal hier gucken. Hier vielleicht noch irgendwo, ja gut, die Coins interessieren mich jetzt nicht. Die Truhe muss man auch wieder erscheinen lassen. Aber ich wette, dass da nichts mehr drin ist. Ja, lustig. Lustig. Lustig, lustig, lustig. So, Moment mal, die habe ich jetzt auch noch nicht überprüft, aber ich denke mal, da wird auch nichts sein. Nee, da werden auch nur die Geldscheine sein. Das ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal, wir wollen den Untergrund sehen. Also ihr wollt den, denke ich mal, sehen. Und deshalb gehen wir hier rein. Hier können wir auch ein bisschen tiefer hin, okay. Das ist echt süß. Ich glaube, wir sind da, ne? Ich glaube, hier sollte es sein. Okay. Finde ich auch ein bisschen was, ägyptisch ist die Musik. Bin ich auch noch gar nicht so drauf eingegangen. Wow. Ja, das hat ja super geklappt. Windschutzkeller. Das hört sich mal wieder sehr nach Gegnern an.
Ja, klar. Wie soll ich denn da bitte rauskommen? Eigentlich habe ich ihn auch so ange. Wirst du mal deinen bescheuerten Stein da loslassen? Na, dann mache ich es eben so. Drecksding, ey. Schon verliere ich die ersten beiden Herzen. Aber wie gesagt, ich habe ja nie gesagt, dass ich Luigi's Mansion so vorgespielt hätte. Und jetzt muss ich mich auch erst wieder reinkommen nach der Pause. Ich habe sogar A gedrückt, aber gut. Boah, jetzt hört die Musik aber richtig nach Ägypten an. Finde ich aber cool. Schafft eine gute Atmosphäre. Oh! Ein Edelstein. Bitte, bitte. Ah, wir haben einen ausgelassen. Ja, ich wette mal, das war in der ersten Mission. Würde ich wetten. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Weil die Tür ist ja zu. Also da ist ja ein Gitter vor. Moment mal. Müssen wir irgendwas mit dem Stein machen? Ich weiß es doch nicht. Ach so. Okay. Okay. Sagen wir zu danach aus, weil einen anderen Weg hätte. Ich wüsste ja nicht, wo ich diesen Stein draufstellen soll. Hauptstollen. Ja, immer lustig, wenn hier Bomben irgendwo drin sind. Finde ich immer lustig. Okay, eine Steinfräse oder so. Ich höre Spinnen. Da ist einer. Oh, und da oben sind Coins. Ja, sauge ich die alle ein. Oh, man sieht hier unten auch fast gar nichts. Oh. Hi. Machen wir es mal kaputt, bitte. Dankeschön. Oh, hier können wir jetzt mal reingucken. Felsspalte. Okay. Ja, schick. Aber wie kommt man denn hier denn jetzt weiter? Ach so, ja. Wie kommt man hier weiter, indem ich das hier wegziehe? Aha, Felsspalte. Ah, ein Lift. Cool. Ein Lift. Hier irgendwie was. Ja, Coins, toll, brauche ich nicht. Da. Ist das wieder so eine Tür, die mich in einen anderen Bereich bringt? Das scheint mir nämlich fast so, weil eigentlich ist hier gar nichts, wenn man das auf der Karte verfolgt. Ja, ist es auch. Ein Minigame. Eine Sanduhr? Ach so, ich muss mich beeilen, um diese Truhen zu bekommen. Beeil dich, du dämlicher Geist. Egal, ich mache das jetzt nur kurz. Ist mir jetzt egal, ich will an alle Truhen kommen. Ich würde erstmal sagen, ich hole mir die alle hierher. Das sind ja alles diese Geldgeister, wie mir scheint. Ach so, die gehen auch weg. Oh, na toll. Ich hoffe, ich muss die jetzt nicht alle gekillt haben. Da wirst du die mal öffnen, die Truhe, Luigi. Das finde ich echt nett. Oh, zwei auf einen Schlag. So. Ich glaube, dies ist aber echt nur dafür Geld. Oh. Geil. Cool. Oh, da kriegt man ordentlich Kohle. Ich hätte vielleicht sogar noch mehr erzielen können, wie gesagt, aber. Naja, was soll's. Das kann man nicht ändern. Kann man nicht rückgängig machen. Naja, egal. So, und schon sind wir hier durch. Wird auch gleich wieder Zeit zu beenden. Aber ein bisschen gucke ich jetzt noch.
Ach so, ich denke gerade, hör, wie soll ich die denn machen? Aber dann ist sie nämlich da. Will mir dieser Spiegel hier irgendetwas sagen? Der will mir doch bestimmt hier irgendetwas sagen, dieser Spiegel. Der ist doch hier nicht ohne Grund. Oder wollte der mir jetzt nur die Spinne zeigen hier? Weil ich kann die Kiste irgendwie nicht öffnen. Ah. Oh. Jetzt konnte ich sie auf einmal öffnen. Ach, komm her, du blödes Drecksding. Wo bist du? Hab ich dich. Kannst dich nicht verstecken. Wo willst du denn hin? Wo waren das nämlich in den Staubsauger, dem Schreck weg? 0915 oder wie er heißt. So. Aber kein Edelstein hier. Gar nichts. Kein gar nichts. Auch kein Buhu. Schade. Egal, dann würde ich sagen. Zwei Wege. Hier geht's auch weiter. Dann gehen wir erstmal hier hin. In die Stollentreppe. Ach, Moment mal, sind wir jetzt hier, wo. Ach so, da können wir jetzt den Weg frei machen. Ah, und was habe ich hier oben gesehen? Oh, was will denn jetzt? Geht schon wieder, nerv mich doch nicht. Famos, Luigi, du hast den Eingang von der anderen Seite aus zugänglich gemacht. Wenn die Geisterei erstmal gebändigt ist, untersuche ich den Untergrund selbst. Das erste aber sollten wir uns die Suche nach den Uhrzeigern widmen. Und ein neuer Edelstein. Und diesmal ist es der passende, okay. Also ich denke mal wohl, ich habe in dem vergangenen Kapitel eins vergessen, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass der hier irgendwie ist. Gut, was ist ja auch die Zeit. Wird Zeit eigentlich den Part zu beenden, aber den nächsten Raum, den mache ich noch, oder? Wobei. Nein, den mache ich nicht mehr. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Luigi's Mansion 2. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.